So, liebe Leute, wir sind wieder da. Ich hoffe, ihr auch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Montagnacht, freie und offene Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch bei uns unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und auf die Anrufer. Und der erste Anruf heute Nacht, das ist der Andreas. Und Andreas ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Grüße dich. Ja, um was geht's bei dir, Andreas? Um was geht's bei mir? Ja, meine jetzige Freundin und meine Ex-Freundin. Verzwickte Lage. Deine jetzige Freundin und deine Ex-Freundin? Jawohl. Erzähl mal. Erzähl mal. Meine jetzige Freundin, wir sind ja bald ein bisschen über ein halbes Jahr zusammen. Mhm. Und irgendwo fühle ich doch immer so ein bisschen mehr für meine Ex-Freundin. Also es läuft bei meiner jetzigen Freundin nicht so, wie es laufen soll. Ja, wie lange warst du denn mit deiner Ex zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre? 4 Jahre, ja. Mhm. Ja. Und wer hat sich da von wem getrennt? Ich mich von ihr. Warum? Private Dinge, Streit, wie, Stress. Wie private Dinge, was heißt das? Ja, wir hatten also viel Streit, weil ich habe keine Arbeit gefunden, bin arbeitslos und bin von meinem ehemaligen Arbeitgeber nicht übernommen worden, also Hartz-IV-Empfänger. Ja. Und ja, sie konnte halt einfach nicht verstehen, warum ich keinen Job finde, trotz Bewerbungen. Und dann gab es halt hier und da Streit und es wurde halt immer heftiger. Ja, also ist der Streit eher entfacht aufgrund so der äußerlichen Misslichkeiten, in die du geraten bist? Genau. Weniger durch Herzensangelegenheiten? Genau. Ja. Also es war mehr das Äußere als das Innere. Ja. So, dann hast du Schluss gemacht? Ich habe Schluss gemacht. Und wie lange hat es denn gedauert, bis du deine jetzige Freundin kennengelernt hast? Einen Monat. Also, ging relativ schnell. Sehr schnell, finde ich auch, ja. Wie hast du die kennengelernt? Ja, ich war abends weg in der Disco. Ja, und hab dann da mal rumgeguckt, was da Mädels rumläuft. Bisschen gebaggert, ein bisschen geflirtet, ja, wie das halt so ist. Ja. Und hat dann auch direkt ein Mädel auf angesprungen. Und das ist sie jetzt. Ja. Haben dann erstmal Telefonnummern ausgetauscht. Natürlich. E-Mail-Adressen, bisschen gechattet, bisschen telefoniert und dann telefoniert man auch schon mal gerne 2, 3, 5, 7 Stunden. Ne? Achso, es ging nicht beim ersten Abend gleich zur Sache. Nein. Also, was vermisst du denn jetzt bei der Neuen, was du vielleicht bei der Alten hattest? Was vermisse ich bei der Neuen? Die Neue ist mir ein bisschen zu hochgeschlossen. Das heißt, also die Alte, die war ein bisschen offener bezüglich Sexualität, ausgehen und ne, die Ex, die trug halt gerne mal haltelose Strümpfe, High Heels, Stiefel. Worauf du stehst? Wer steht da nicht drauf? Ja, naja, ja. Die meisten schon, ja. Die meisten schon. Und die jetzige, die ist halt ein bisschen bis oben hin zugeknöpft. War denn der Sex mit deiner Ex bis zum Schluss gut? Klar. Ja, das war gut. Also ne, mal kurz ein Quickie in der Umkleide im Kaufhaus. Ist natürlich schon ein enormer Anziehungspol, wenn der Sex stimmt. Und wenn du jetzt mit der Neuen da nicht so zufrieden bist, ist das schon... Meinst du, das liegt wirklich an ihr, an der Neuen, weil sie so ein Typ ist? Oder könnte es sein, dass sie noch auftaut? Ich weiß es nicht. Also wir haben schon mal darüber gesprochen, was ich mag und habe ihr dann auch schon mal Sachen geholt. Mhm. In meiner Lage natürlich nicht gerade besonders toll. Du hast ihr Sachen geholt? Also so... Das, was ich mag, also halterlose Strümpfe und ja, sowas, ne? Ja. Strings und sie sagt, nee, das ziehe ich nicht an und wenn ich jetzt beispielsweise haltelose Strümpfe anziehe, dazu Overknee-Stiefel oder normale Stiefel oder so, ich bin da keine Nutte. Ach, ja, sicher, es ist auch nicht jeder Frau's Sache, sowas anzuziehen. Und da fühlen sich irgendwie alle Frauen wohl in sowas. Die brauchen ja nicht so mit mir ausgehen. Nee, aber viele Frauen finden das auch albern im Bett. Aber das ist eine Geschmacksfrage. Es ist wirklich völlig subjektiv, die ganze Geschichte. Wie verstehst du dich denn so mit ihr, so im normalen Leben? Mit meiner jetzigen Freundin? Ja. Ganz gut. Auch ganz gut. Und mit meiner Ex-Freundin habe ich halt auch noch einen sehr guten Kontakt. Also wir verstehen uns auch noch freundschaftlich, super toll. Ja. Nur würde sie denn gerne zu dir zurückkommen? Die Ex-Freundin? Ja. Sie würde gerne? Ja, das weiß ich blind. Ja, also ich wollte sagen... Was sagt das Herz denn bei dir? Abgesehen von den äußerlichen Streitigkeiten, die ihr da hattet... Was sagt das Herz? Ja. Das Herz sagt, es ist zweigeteilt.
Ist denn da Liebe noch im Spiel? Ja, bei beiden. Bei beiden. Das ist das Problem. Das war jetzt so richtig, ja. Das war so ein fettes Ja. Ne? Ja. Mhm. Ja. Vielleicht hast du dich zu früh in eine neue Beziehung gestürzt, Andreas. Ja. Das Alte ist noch nicht geklärt, ob du nun wieder mit ihr zusammen bist oder nicht. Und jetzt ist eine dritte Person mit im Spiel, die ist die Leidtragende, für die ist das natürlich auch eine blöde Situation. Weiß sie um ihre, um deine Zweifel? Weiß sie das? Nein. Nie? Nein. Weiß sie denn, dass du noch Kontakt mit der Ex hast? Ja. Das weiß sie. Und was sagt sie dazu? Nichts. Ich habe ihr das von Anfang an gesagt. Entweder sie akzeptiert es oder kann gehen. Mhm. Knallhart. Ja, weil wir verstehen uns gut. Wir waren 4 Jahre zusammen. Mhm. Und 4 Jahre kannst du nicht einfach so wegschmeißen. Mhm. Wenn die jetzt sagen würde, deine neue, damit kann ich nicht umgehen, du musst dich jetzt entscheiden. Was dann? Wäre es so knallhart, würdest du sagen? Ich würde knallhart sagen, wenn du da nicht mit leben kannst, dass ich mich mit ihr gut verstehe. Ja. Der Schreiner oder Maurer hat da ein Loch gelassen. Ja. Da kann man rausgehen. Das sagt mir so ein bisschen, dass das nicht so die große Liebe ist zwischen dir und deiner neuen Freundin. Dann wärst du euphorischer drauf. Dann wärst du auch bei dieser Frage nicht so, hättest du jetzt nicht so klar geantwortet. Ja, also und dann kommt hinzu auch noch die ganzen Unzufriedenheiten in Bezug auf Sexualität. Ja, also mir geht das schon echt lang durch den Kopf und ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ne? Mhm. Ich stehe da momentan zwischen, ich will ihr irgendwo auch nicht wehtun. Was wäre denn, ja, aber darum geht es letztendlich nie. Jeder sagt das so, aber letztendlich macht dann doch jeder genau das, was er für sich für richtig hält. Und das ist ja auch in Ordnung so. Und irgendjemandem tut das dann immer weh, aber so ist es nun mal im Leben. Was würde dagegen sprechen, wieder zurückzugehen zu deiner ehemaligen Freundin? Akzeptiert sie es immer noch, dass ich keinen Job habe? Akzeptiert sie es? Ihr telefoniert viel miteinander, redet viel miteinander. Wir telefonieren viel miteinander. Und, was sagt sie? Sie kann es immer noch nicht verstehen. Also das ist immer noch ein Streitpunkt zwischen euch beiden. Das ist immer noch der Streitpunkt. Wenn du einen Job hättest, wäre das Ding im grünen Bereich wieder? Denke ich mir, ja. Oh ja. Also es gibt da Sachen, weißt du, wenn ich unsere Regierung höre, ja, der Aufschwung geht los und... Merkst du nicht viel von? Nein. Nee. Nein, absolut nicht. Das ist eine Verarsche hoch 10, ist das. Ja. Lass uns jetzt in erster Linie nicht über die Regierung reden, sondern über deine Freundin, genau, über deine Frau, wie du jetzt weiter, wie du vorgehen sollst. Andreas, also wie du mir das jetzt erzählt hast, würde ich jetzt so einfach so spontan sagen, geh aus dieser neuen Beziehung raus, und versuche dir wirklich erstmal im Klaren darüber zu werden, was du mit deiner ehemaligen Frau, Freundin willst. Und wenn da so viel Gefühle, so viel Verbindung und so viel Verbindendes auch ist, dann versuch es nochmal. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht, aber... Ich meine, ich habe mich ja von meiner Ex-Freundin damals schon mal getrennt. Ja, ist mir schon klar. Und ich würde, dann sind wir auch wieder zusammengekommen, nur, weißt du, ich... Achso, ihr wart da schon mal getrennt und seid dann wieder zusammengekommen. Wir waren schon mal getrennt und wieder zusammengekommen. Mhm. Und ich weiß absolut nicht, was ich momentan machen soll. Weißt du, ich sitze hier und überleg, was machst du? Machst du das? Machst du das? Hörst du komplett auf und machst erstmal überhaupt Pause? Ich bin wenn du dein, wenn du dein Gefühl zur neuen Freundin beschreiben solltest, wie würdest du es formulieren? Wie würde ich es formulieren, das Gefühl? Ich habe ja gesagt, mein Herz ist zweigeteilt momentan. Klar, liebe ich sie auch. Nur... Wenn du beim Sex an deine Ex-Freundin denken musst? Ist das ein schlimmes Zeichen? Ne? Ist das ein schlimmes Zeichen? Mhm. Wobei die jetzige, die geht, wenn wir Sex haben, besser ab als die Ex. Also der eine müsste ein bisschen von ihr haben und der andere ein bisschen von ihr. Na gut, du kannst ja keinen Menschen bauen. Nein, ne? Nein. Ich hätte gerne einen Baukasten. Ja, letztendlich ist es natürlich eine Frage, wo so die Hauptherzensverbindung hingeht. Mhm. Und das kann dir kein Mensch von außen sagen. Das musst du erhorchen in dir. Ja, also ich weiß momentan echt nicht, was ich machen soll. Und vielleicht ist es auch noch nicht genug eskaliert mit der neuen, dass du noch ein paar Wochen oder ein paar Monate brauchst, um dir im Klaren zu sein, dass das so nicht geht. So als Fremder und Außenstehender hört sich das für mich wirklich so an, als wärst du auf jeden Fall nicht bereit und noch nicht offen und fähig, eine neue Beziehung einzugehen. Weil das Alte ist noch nicht abgeklärt. Da ist noch so viel im Raum. Ja, aber ich will dir auch nicht wehtun. Ja, gut, aber
was heißt das? Was bedeutet das? Wenn du dich entscheiden würdest, wenn du sagen, wenn du wirklich zurück willst zu deiner Frau, zu deiner Ex-Frau, wirst du nicht bei der jetzigen bleiben, nur weil du ihr nicht wehtun willst? Nein, das stimmt. Ja? Also das ist entscheidend ist wirklich, dass du den Fokus auf deine tiefsten Gefühle legst und ja und heraussuchst, wo die Präferenzen liegen. Das ist, da kann ja keiner was. Ja, es ist momentan echt sehr schwer. Ich weiß absolut nicht, wo ich gerade stehe und. Lass doch, in der Regel ist es ja oftmals gut, immer noch ein bisschen Zeit vergehen zu lassen und sich und die Situation zu beobachten. Manchmal ergibt sich das dann von ganz alleine, dass man dann so sich verhält, wie es dann auch richtig ist. Wenn du im Moment noch indifferent und unsicher bist, leb es einfach noch ein bisschen. Und thematisiere vielleicht auch dein Unzufriedensein durchaus mit deiner jetzigen Freundin. Weil Offenheit ist das A und O. Und auch das wird wieder neuen Schwung und neue Aspekte in die ganze Sache bringen. Was würdest du denn machen an meiner Stelle? Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich würde noch mich und die Sache weiter beobachten eine Weile. Andreas, in diesem Sinne, alles Gute. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wünsche ich auch. Und eine super Sendung weiterhin. Danke, Andreas. Gut. Sehr nett von dir. Auf Wiederhören. Gut. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch über das Telefon oder über Mail. Das ist hier, falls ihr zufällig gerade mal reingezappt seid, eine Live-Telefon-Talkshow im Radio bei 1Live und im WDR-Fernsehen. Und ihr könnt ja anrufen und wir unterhalten uns über alles. Wirklich über alles. 0800 220 5050. Markus, herzlich willkommen, 32 Jahre alt. Hallo. Ja, richtig. Hi Jürgen. Hallo Markus. Um was geht's bei dir? Ja, es geht bei mir halt um die Moment. Die was? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Zack! Weg ist er. Dann lege ich jetzt mal auf, um bitte meine Regie nochmal anzurufen. Ihn zurückzurufen. Dann machen wir weiter mit Benjamin. Bist du da? Ja, hi. Hi. Ich dachte schon, unser Computer ist abgeschmiert. Ich muss das jetzt gerade erstmal verarbeiten. Was denn? So, jetzt geht's schon wieder. Also Benjamin, 18 genau. Jahre alt, ne? Genau, ja. Und was geht's bei dir? Ja, und zwar geht's darum, ich muss gerade mal ausholen, ich versuche so kurz wie möglich zu machen. Mhm. Ich hatte vor 3 Jahren meine erste langfristige Freundin. Mhm. Wie langfristig war das denn? Ja, was heißt langfristig? Also ein halbes Jahr ging es schon. Und die Eltern waren sehr religiös. Ja? In welcher Richtung religiös? Christlich. Also sehr christlich, also sehr dieses, ja, wie nennt man das? Also sehr, sehr streng halt. Ja, in der katholischen oder evangelischen Kirche? Evangelisch. Ja, so eine spezielle Gruppierung war das. Achso, vielleicht so eine evangelikale Ausrichtung. Ja, aber schon sehr streng. Sehr heftig. Mhm. Und es war schwierig, die Beziehung überhaupt zu führen. Ja. Und dass ich überhaupt zu ihr durfte, musste ich mich dann 2 Stunden mit den Eltern allein unterhalten über Gott und die Welt, dass ich sie überhaupt sehen durfte. Mhm. Das war schon sehr, sehr schlimm für mich, aber ich habe das wirklich alles auf mich genommen, weil ich halt wirklich, also ich habe sehr an ihr gehangen. Und wir haben uns auch immer gesagt, wie viel wir uns bedeuten, und es ist halt so gewesen, dass damals einer meiner besten Freunde, also ich noch anders, sie hat zu mir gesagt, dass sie halt mit mir als erstes schlafen möchte. Mhm. Sie war damals auch so alt wie du? Ja, sie war damals genauso alt. 15, ihr beide wart 15. Genau, und sie hat halt gesagt, dass sie erstes Mal mit mir erleben wollte und war es halt auch das erste Mal dann. Mhm. Und ja, dann beruhte das erstmal darauf und ein guter Freund von uns, also der in derselben Clique war. Also ihr habt es dann auch gemacht? Nee, haben wir nicht. Ach, ihr habt es nicht gemacht? Das nee, und zwar kam ein guter Freund, also der auch in derselben Clique war, saß halt dann abend bei mir und guckte mich halt so lächelnd an und sagte halt so, ja, er hätte ja was mit meiner Freundin gehabt. Oh. Ja, und ich habe den dann halt irgendwie total schockiert angeguckt. Ich sag, ich konnte nichts sagen. Mhm. Und der so, ja, guck doch nicht so, als ob dir das nicht fallen würde oder so. Und ich war völlig schockiert in dem Moment. Was, und, als ob dir das nicht gefallen würde? Ja, genau. So, weil er wahrscheinlich, also ich sag mal so, er hat halt komische Vorstellungen, was halt Beziehungen angeht. Mhm. Und er glaubt an mich. Also er geht auch seiner eigenen Freundin sehr oft fremd. Mhm. Und das habe ich halt damals auch mitbekommen. Und ich war total schockiert irgendwie. Ich habe ihm, also mir hat das Mädchen wirklich alles bedeutet und es war mir so wichtig. Und mir ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Ja. Nun liegt diese Sache ja schon 3 Jahre zurück. Versuch ganz mal den genau. Dreh zu kriegen zu heute und dem Grund deines Anrufes. Ganz genau. Und zwar jetzt, also ich habe wirklich eine lange Zeit gebraucht, das zu verarbeiten wirklich. Und ohne wirklich gute Freunde hätte ich das wahrscheinlich auch nicht geschafft. Habt ihr euch denn dann getrennt?
Wir haben uns dann getrennt. Und das stimmte, was der Typ gesagt hat? Ja, das stimmte wirklich. Sie hatte wirklich Sex mit diesem Mann? Also ja, mit diesem Jungen damals? Auch halt ihr erstes Mal. Und er hat mir dann auch noch im Nachhinein gesagt, dass es für ihn nichts Besonderes war, dass es für ihn halt so nebenbei war. Ah, ja. So, da hast du lange dran gelitten. Ziemlich lange. Und ich bin nicht so der Mensch, der so gerne in die Stadt geht oder groß feiern geht. Mhm. Ich bleibe eher mit meinen Freunden da so im kleinen Rahmen. Mhm. Und ich war halt nochmal mit ein paar Kumpels, die hatten mich halt eingeladen, in die Stadt zu gehen, zu feiern. Mhm. Und da habe ich halt ein Mädchen kennengelernt. Jetzt vor kurzem? Ja, genau. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß es wirklich nicht, warum es gerade sie war. Aber sie hat mir dann halt ihre Telefonnummer auf die Hand geschrieben und war halt total süß und so. Ja. Und ich weiß nicht, warum, aber ich habe sie dann halt wirklich zurückgerufen und wir haben uns dann halt wirklich getroffen und kennengelernt. Und es war alles total toll. Also ich hätte überhaupt nicht gedacht, also ich hatte die Hoffnung völlig aufgegeben. Ja. Du hast die Hoffnung völlig aufgegeben, nochmal eine zu finden? Ja, ganz genau. Ja. Weil ich glaube irgendwie, weißt du, ich weiß nicht, das klingt vielleicht echt kitschig und ich weiß auch nicht, mögen jetzt vielleicht manche über mich lachen, aber ich glaube halt wirklich so an wirklich wahre Liebe und ehrliche Liebe und dass das halt auch wirklich dann für immer hält. Ja. Okay, das war natürlich auch wirklich ein Schock damals, wenn man mit 15 vereinbart, wir machen das und dann kommt irgendein anderer Typ, ich habe mit deiner Freundin geschlafen und so. Ja, so, und was auch, ist noch jetzt? Auch noch ein guter Freund. Okay, was ist jetzt mit der Neuen? Genau, und zwar haben wir uns dann halt öfters getroffen, das hat sich alles echt total toll entwickelt, war halt auch alles total schön, also alles so, wie ich mir das wirklich immer vorgestellt hatte. Aber? Und wir haben dann auch miteinander geschlafen und ich habe ihr halt gesagt, dass es für mich halt das erste Mal ist und sie hat dann gesagt, ja, sie wäre sich sicher auch für sich und also sie wäre sich halt total sicher dabei, was sie halt tut und das hörte sich für mich auch so an, als ob sie halt auch das erste Mal gehabt hätte. Und sie hat dann halt auch mir gesagt, dass es total schön war und dass sie sich das erste Mal halt auch immer so vorgestellt hat. Und das hat mich natürlich, also ich war der glücklichste Mensch der Welt. Du erzählst das jetzt mit so einem Spannungsbogen, Benjamin, als käme jetzt ein dickes, fettes Aber. Kommt ein Aber? Genau, ja, tut mir leid, wenn ich das... Nein, ich frage jetzt nur, was für ein dickes Aber kommt. Ja, und zwar ist es so, wir haben uns sehr gestritten, weil als ich dann öfters schon mal mit ihr weggefahren bin, hat sie mir wirklich an jeder Ecke so einen Ex-Freund von ihr gezeigt. Und das ist ja auch okay, ich meine, ich hatte jetzt nicht so viele Freundinnen. Achso, da bist du enttäuscht, deshalb insofern, weil sie dir mehr oder weniger so gesagt hat, dass es auch für sie das erste Mal gewesen ist. Nein, und zwar ist es folgendermaßen noch. Also sie hat mir gesagt, dass es das erste Mal für sie gewesen ist. Und wir haben uns dann halt gestritten, ganz leicht, und ich habe dann halt mit einer Freundin von ihr telefoniert. Also ich habe nicht irgendwie ausgehorcht oder so, sowas mache ich echt überhaupt nicht. Sie war halt auch da, bei ihrer Freundin, sie waren halt zusammen. Sie musste halt kurz weg und ich habe mit ihrer Freundin gesprochen. Und dann sagte ihre Freundin zu mir, ich sollte mich doch nicht so anstellen, das wäre doch überhaupt nicht so schlimm. Sie hätte doch bis jetzt vor mir nur mit einem anderen Sex gehabt. Aber sie hatte dir das ganz anders gesagt. Ganz genau. Und das war dann halt bei mir echt so voll schrecklich irgendwie. So, jetzt ganz aktuell, heute, bist du mit der noch zusammen? Ich bin noch mit ihr zusammen, aber es ist... Aber es ist angeknackst, weil sie dich belogen hat. Ja, also ich finde es noch nicht mal so schlimm, dass sie mit jemandem, obwohl ich auch schon Schwierigkeiten habe, damit umzugehen. Aber ich finde es schlimmer, dass ich es mir nicht gesagt habe, weil ich halt ihr wirklich alles gesagt habe. Hat die das dir wirklich so... ganz klar gesagt, du bist der Erste? Oder hat die das nur irgendwie so... Sie hat gesagt, so hätte sie sich das erste Mal vorgestellt. Das heißt ja nicht, dass das auch ihr erstes Mal war. Ja, ich weiß es nicht, aber für mich hat es... Benjamin, liebst du denn dieses Mädel eigentlich? Über alles. Über alles. Und abgesehen von diesem Ding, was da jetzt passiert ist, ist das eigentlich schön zwischen euch beiden? Das ist absolut wundervoll. Also wirklich absolut wundervoll. Sie ist auch in deinem Alter 18, 19? 17. Ja. So, pass mal auf. Häng das Ding jetzt nicht so hoch. Wenn die vielleicht in dem Moment sich nicht so klar geäußert hat, vielleicht wollte sie auch irgendwie ein bisschen, weiß ich, näher an dich rankommen, indem sie so tun wollte, irgendwie, dass es auch das erste Mal war. Also es ist nicht so hundertprozentig korrekt, was sie gemacht hat, da gebe ich dir recht. Aber es ist auch nicht so wirklich ganz schlimm. Wie steht sie denn heute dazu? Sagt sie, ja, ich hatte schon mal Sex? Ja, sagt sie. Sagt sie. Und sagt sie auch irgendwie, es tut mir leid, dass ich dir nicht so ganz klar gesagt habe? Ja, und das ist es ja. Also ich habe halt schon Schwierigkeiten damit. Aber sie hat halt dann echt nochmal mit mir gesprochen und sie hat halt echt richtig geweint. Ja. Und hat sie es erklärt, warum sie es nicht so ganz klar gesagt hat? Ja, also sie hat gesagt, dass sie halt Angst gehabt hat,
mich halt zu verlieren. Mhm. Und dass sie das halt früher, wo sie halt mit ihrem ehemaligen Freund halt geschlafen hat, dass das halt totaler Mist war. Mhm. Und dass sie das halt total bereut, aber halt nicht mehr rückgängig machen kann. Also so. Wenn sie es rückgängig machen würde, würde sie es tun. So, und das reicht mir jetzt aus, Benjamin. Jetzt musst du mal ein bisschen großherzig sein. Und nicht kleinkariert da in den Wunden rumstochern. Boah, findest du mich echt kleinkariert? Das finde ich ein bisschen zu doll, was du da machst, ja. Echt? Ich kann dich verstehen, dass man da erstmal enttäuscht ist. Vor allen Dingen auch mit deiner Geschichte, die du am Anfang erzählt hast. Mhm. Kann ich verstehen. Aber mach dir jetzt diese Liebe nicht kaputt, indem du darauf rumreitest. Dem Mädel ist ein Fehler unterlaufen und sie hat sich entschuldigt und sie hat es auch erklärt. Und sie hat es mit guter Absicht so ein bisschen geflunkert, sagen wir es mal so. Und ich finde, dann sollte man auch mal irgendwann sagen, komm, jetzt lassen wir mal 5 gerade sein und wir gucken jetzt nach vorne und genießen unsere Liebe. Ja, das stimmt wirklich. Aber wirklich? Weißt du, das ist schwierig, weil wir haben halt wirklich danach versucht, noch einmal miteinander zu schlafen und ich konnte halt in dem Moment echt... Ja, weil du dich aber auch so selbst blockierst. Weil du, ich glaube, du steigerst dich da so rein in diese Geschichte, dass du ja schon ganz von Sinnen bist. Ja, das ist schon schlimm. Ja, und da musst du dich jetzt zurückpfeifen. Mach dir die Sache nicht kaputt. Du hast so klar eindeutig gerade gesagt, dass du die lieb hast und dass die dich auch lieb hat und die hat sich entschuldigt und das ist toll zwischen euch beide. Gib der ganzen Sache jetzt nochmal eine Chance. Das ist keine Katastrophe, wirklich, sage ich dir. Es ist keine Katastrophe, die da passiert ist. Wenn das eine Katastrophe wäre, würde ich es dir auch knallhart ins Gesicht sagen. Hm. Ich sage dir das genau so, wie ich das sehe. Und ich glaube, dass die Gegenwart und die Zukunft ist wichtiger, nämlich eure Liebe, als dieser kleine Schönheitsfehler, der da jetzt passiert ist. Hm? Ja. So, jetzt grüßt du sie ganz herzlich von mir. Das mach ich. Und du versuchst einfach mal jetzt auch mal ein bisschen großherzig zu sein und zum Lieben gehört auch Vergeben, Benjamin. Mhm. Ist ein alter, ganz altmodische Einstellung, aber finde ich gut. Zur Liebe gehört Vertrauen und auch Vergeben. Und das musst, ja. du, und das musst du jetzt machen. Okay, vielen Dank. Irgendwann kriege ich noch ein Autogramm von dir. Ja, dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift, okay? Ja, echt. Okay, super. Tschüss. Dumian, du bist absolut klasse. Super da, Sendung. Dankeschön, Benjamin. Mach's gut. Tschüss. 0800 220 50 50. Die Babsi hat auch angerufen. Hallo Babsi. Schönen guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen, Babsi. Du bist 55 Jahre alt. Ja. Schön, dass du da bist. Danke. Um was geht's bei dir, Babsi? Erstmal ist es mir ein ganz tolles Bedürfnis. Ich hoffe, ich darf mal jemanden grüßen, denn du weißt auch nachher, warum. Ja. Darf ich? Okay. Susanne, liebe Grüße und schönen Dank, dass du mal für mich da warst. Mhm. Ich habe im Dezember im letzten Jahr, am 10. nach der Diagnose, die ein Vierteljahr vorher war, meinen Ehemann verloren an Bronchialkrebs. Mhm. Dann ist er sehr schnell verstorben. Er ist sehr schnell verstorben, weil er eine toxische Reaktion auf die erste Chemo gekriegt hat. Und ja, sein Körper dann eben zerfiel, der Tumor explodierte, er war dann gewachsen. Mhm. Die zweite Chemo hatte er bekommen, aber ich sage meine Kindergarten-Chemo, weil ich damals noch nicht wusste, dass ein Tumor... dass eine Chemo ausgerechnet wird auf die Statur des Mannes, Gewicht und die Tumorgröße. Mhm. Und das hätten sie eigentlich machen müssen, nach meiner Meinung. Im Nachhinein haben sie aber nicht. Also hat er so eine lapidare Chemo gekriegt, ja. Hatten sie auch zu mir gesagt im Krankenhaus. Und die nächste Chemo konnte nicht gemacht werden, weil der Körper schon so zerfallen war. Mhm. Der Tumor ist gewachsen. Er kam wieder ins Krankenhaus. Ja. Und ist dann im Dezember verstorben? Im Dezember am Samstagmorgen, um es ziemlich kurz zu erzählen, hat er morgens um 7 angerufen, hat gesagt, ich muss Tschüss sagen, Muschel. Er hat noch angerufen? Er hat angerufen. Er hat angerufen und gesagt, ich muss Tschüss sagen. Ich muss Tschüss sagen. Ich sag, wie, du musst Tschüss sagen. Muschel, ich hab gewusst, dass du es wusstest. Und du hast gewusst, dass ich es wusste und jetzt muss ich gehen. Dann habe ich gesagt, warte auf mich. Und dann sind wir hin in Kleinfamilie, Schwiegerin, Schwager und mein ältester Sohn. Also er lag im Krankenhaus, ne? Er lag im Krankenhaus in Großhansdorf, ja.
Dann bist du hingefahren. Davon abgesehen, ich bin nicht böse, ein sehr gutes Krankenhaus. Also das muss ich dazu sagen. Es wäre sowieso alles zu spät gewesen. Ja. Auch wenn er, wenn die ausgerechnet hätten. Bist du denn dann zu spät angekommen oder hast du ihn noch lebend getroffen? Ich habe ihn lebend getroffen, morgens um kurz vor acht. Und der erste Satz war, hast du Lotto abgegeben? Er war so süß. Aber er war ganz klar dann? Er war ganz klar, aber durch Medikamente, die, das ist keine Sterbehilfe, nur keine Sterbe, sag mal bitte. Ja, Sterbehilfe. Na, wenn man es macht, wenn man einen tötet. Wie heißt das Wort? Ja, aktive... aktive Sterbehilfe natürlich nicht, aber nein, sowas Hilfe, ist nicht. Dass er nicht leidet. Ja, natürlich, das ist ja auch in Ordnung. Schmerzmittel gegeben, Morphin und so. Und dadurch war er nachher ein bisschen high und die Schlafphasen wurden immer länger. Wie lange hat er denn dann noch gelebt? 17,5 Stunden. Ist dann am Sonntag gestorben? Sonntagmorgen, 10 nach 2. Warst du bei ihm? Ja, klar, ich bin ja nicht gegangen. Hm. Doch, ich musste Lotto abgeben. Auf Wunsch. Auf seinen Wunsch hin. Aber auf seinen Wunsch hin. Er hat dich, das finde ich ja sehr rührend, dass er anruft und sagt, wir müssen Tschüss sagen. Und ich muss Tschüss sagen. Er war ein sehr... Du hast ihn sehr geliebt. Ja. Er war mein Lieb. Und er ist in den letzten 10 Minuten bei vollem Bewusstsein in meinen Armen erstickt. Hat er noch was sagen können? Ja, die, immer wenn er wach war, immer wenn ich eine Zigarre, leider rauche ich natürlich, immer wenn ich eine Zigarette rauchen war, haben sie erzählt, ist er aufgewacht, hat er mir gesagt, wo ist mein Frauchen? Ist einer rauchen? Ja, dann ist gut. Er hat auch Spaß gemacht. Er hat am Sterbebett sein Enkelkind gesehen, das 4 Wochen zu früh gekommen ist. Wie alt ist dein Mann geworden, Babse? Er ist im Oktober, am 15. 55. Er war so alt wie ich im Grunde. Wie lange wart ihr verheiratet? Verheiratet, die Silberhochzeit hat er noch geschafft, 27 Jahre. 30 Jahre waren wir zusammen. Und wenn du sagst, er war mein Leben... Wie ist denn dein Leben jetzt? Ja, das ist das Problem. Im Februar war ich zum Geburtstag eingeladen. Bei wem? Bei der Mutter meiner Freundin, aber die Mutter hatte ich 30 Jahre nicht gesehen. Ich war sehr Überraschungsgast und wollte nicht hin, weil es mir sehr schlecht ging. Im Dezember, Januar, ich wollte nicht mehr leben. Ich hatte mich aufgegeben. Hast du einen Versuch unternommen? Nein. Ich habe Gedanken gehabt, aber nur Gedanken, zeitweise. Nun sind ja seitdem wieder viele Monate vergangen. Ja, und dann war ich zum Geburtstag und wollte nicht gehen und bin doch gegangen und ich wollte dann nur 3-4 kurze trinken und wieder nach Hause. Und dann habe ich den Schwager meiner Freundin, den ich von hören, also keinen Kontakt nie gehabt, aber ich kenne ihn eigentlich vom Erzählen meiner Freundin. Ich habe ihn da tanzen sehen und habe gedacht, oh Scheiße, habe ich wirklich so gedacht, Entschuldigung. Tanzt wenigstens zweimal, fragt ihn einfach. Naja, er tanzte, ich bin vorbeigegangen, er sagt, tanzt du mal mit mir? Ich sagte, ich bin nicht Tänzer und da habe ich so einen nicht netten Ausdruck gebraucht. Na, du bist ja ein A-Punkt-Punkt. Und das meine, da habe ich mir zu meiner Freundin gesagt, ich sag, dein Schwager ist blöd, der tanzt nicht mal mit mir. Und dann ist sie hingegangen und gesagt, Mensch, tanz doch mal mit Babsi, das ist doch die geschiedene Punkt-Punkt-Punkt. Wo ist die denn? Weil er mich kannte aus erster Ehe schon, er war da auf dem Polterabend, was ich aber vergessen habe. Was ist denn aus diesem Tanzen geworden, Babsi? Bis morgens um 5. Und was ist dieser Mann heute in deinem Leben? Ich bin verliebt und mein Gefühlsleben ist völlig, völlig kirre. Du bist völlig durcheinander, weil du deinen verstorbenen Mann in so naher Erinnerung hast? Ja. Denn das Schlimme... Ich habe ein schlechtes Gewissen, aber der Bruder meines Mannes sagt,
Babsi, du musst es nicht haben. Rolfi, der hätte das so gewollt, dass du nicht so lange trauerst. Mhm. Der war, mein Mann war ein sehr großzügiger Mann. Der konnte mich wirklich nicht traurig sehen. Was würde der Rolfi denn sagen, wenn ja, er jetzt... Ja, der würde sich freuen, ich weiß. Bist du sicher? Ja, millionenprozentig. Also hast du zwei ganz große Gefühle in dir, nämlich die Trauer. Trauer auf einer Seite, womit ich schlecht zurechtkomme. Und Verliebtsein auf der anderen Seite. Wo ich auch manchmal vergesse, dass ich eigentlich noch in Trauer sein müsste. Und bin ja auch eigentlich. Andererseits wird ja auch dieses Verliebtsein das Trauern etwas erleichtern, oder? Ja, es gibt Zeiten, also... Du hast ja auch schöne Momente jetzt. Ich habe zwei Söhne und der Älteste, die haben sich wirklich, meine Familie haben sich die Türklinge in die Hand gegeben, Dezember, ein bisschen noch im Januar. Was sagen denn die Söhne dazu? Ich hatte im März Geburtstag und ich war schon immer eine Runde frecher als andere Menschen. Mhm. Hab das in dieser Gastwirtschaft gemacht, hab eine Sängerin engagiert, hab alle eingeladen. Und wenn ich eingeladen hatte, habe ich gesagt, ich bringe mir meinen Tanzpartner mit. Mhm. Ihr könnt kommen oder nicht, ich bin nicht böse. Sind alle gekommen. Tja, und alle mögen ihn. Ja, mein Schwager hat gesagt, also der Bruder meines Mannes, Babsi, er hat was von Rolfi, und zwar die Ruhe. Weißt die Schwägerin sagt, sie hat er, der liebe Gott und er, den haben sie mir ausgesucht. Ist ja alles so ein bisschen, ne, hochgegriffen, weiß ich ja selber. Weißt du, Babsi, ich glaube, dass vielleicht so viele Leute, die jetzt uns zuhören, während wir beide uns unterhalten, vielleicht auch denken im ersten Moment, mein Gott, sie hat ihren Mann so geliebt. Wie kann sie nur? Wie kann sie das machen? Wie kann sie nach ein paar Monaten sich schon wieder neu verlieben? Ja, weil ich habe es nicht gemacht. Nee, das ist einfach passiert. Das ist passiert. Mhm. Und das war das Letzte, was ich wollte. Das wollte ich nicht. Mhm. So kann man ja vielleicht denken. Aber man muss immer auf der Hut sein, zu leicht zu urteilen. Und zu schnell zu urteilen. Menschen verurteilen, ne, ja, meinst du? Ja. Mhm. Ich habe mir das mit Respekt angehört, was du erzählt hast. Ich glaube dir wirklich, deine große, große Liebe und Trauer, was deinen verstorbenen Mann anbelangt. Tja. Und ich habe auch das Gefühl, ich kann dir das nicht begründen, woher das kommt, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass du nicht leichtfertig jetzt so ein Hallodrier bist und dich in eine andere Sache hineingestürzt hast. Nee, mit Sicherheit nicht. Vielleicht ist das jetzt so eine Situation, wo man sagt, das ist ungewöhnlich. Aber es ist jetzt so. Und es ist vielleicht auch ein Wink des Schicksals, dass du diesem Mann begegnet bist. Und wenn der Bruder deines Mannes sogar so etwas sagt, das hat mich gerade auch beeindruckt, wenn der sagt, Rolfi hätte das gewollt. Und du sagst, dein Mann Rolfi hätte das gewollt. Mhm. Dann sei doch froh, dass du diesen... Das weiß ich genau, weil wir vor 2 Jahren Testament gemacht haben. Ja. Weil wir auch Eigentum haben und mein Mann zu mir gesagt hat, Muschel, wenn es mich mal zuerst treffen sollte, möchte ich nicht, dass du lange alleine bist. Mensch, was willst du noch mehr? Ich bin ja noch eine Runde frecher und ich habe denen gesagt, ist gut. Und du kümmerst dich um meine Freundin Marita. Ich habe ihm die Frau gleich nur ausgesucht. Er hat dann auch fürchterlich gelacht. Rechnet man nicht mit. Warum haben wir das Testament gemacht? Babsi, weißt du was? Ich finde, dass du kein schlechtes Gewissen haben brauchst. Ja, im Grunde weiß ich es, Jürgen, weißt du, aber... Nee, ich verstehe schon, was du sagen willst. Aber ich glaube, es ist immer gut, je mehr man das von außen gesagt bekommt. Ich meine, das Wichtigste, finde ich, sind deine Kinder und dein Schwager, wenn die das so sagen. Ich bin ein wildfremder Mensch für dich. Ich sag's dir auch. Und ja, ich sage, du hast eine ganz ehrliche Art, finde ich. Ich würde es dir wirklich... Ich würde es ja auch anders sagen. Sonst hätte ich auch nicht angerufen. Ja, ich finde das rührend, dass das alles so ist. Und vielleicht in all dem großen Unglück ist das ein Glück, dass du diesen Mann jetzt gerade getroffen hast. Also ich war in der Trauerdepression richtig unten drin. Ja, und er hat es geschafft, mich daraus... Meine Familie war lieb. Ja, siehst du. Gar kein... Also... Ich kann gar nichts anderes sagen, aber jeder führt ja irgendwann sein eigenes Leben. Und so soll es ja auch sein. Ich habe ja nicht erwartet und verlangt schon gar nicht, dass sie sich die Türklinge weiterhin ein Jahr, ein Trauerjahr in die Hand geben.
Weißt du, mir ist jemand lieber, so wie du, der das ganz offen sagt, ich bin in tiefer Trauer und trotzdem habe ich mich verliebt, als wenn jemand ein Jahr Trauer heuchelt. Ne? Ich traue weiterhin. Du traust weiterhin, ja, genau, das ist genau der Punkt. Das ist ja parallel. Das ist ja das Schlimme eigentlich. Ja, aber das ist auch das Normale, finde ich. Das ist doch eigentlich auch normal. Ja, wenn es nicht so wäre, wäre es ja ganz schlimm. Dann, ja, ja. Dann hätte ich ihn ja gar nicht geliebt, ne? Mein Freund hat zu mir gesagt, Babsi, du wirst in 10 Jahren noch um deinen Mann weinen. Dein Freund akzeptiert aber deine Trauer. Ja, ja. Er war erschrocken. Er dachte, mein Mann wäre 3 Jahre tot. Ja. Sehr galant, ich kriegte nur Handküsse. Geht er mit dir zum Friedhof? Ja, wir waren auf dem Friedhof, aber ich bei seinen Eltern, die liegen dicht zusammen. Ja. Mein Mann ist anonym, auf Wunsch. Ach so. Und ich weiß aber wo, nur die Grabstätte selber natürlich nicht. Und ich konnte aber nicht mit ihm dahin gehen. Das konnte ich komischerweise nicht. Vielleicht wird das demnächst gehen. Er war bei meiner Mutter mit am Grab, er ist sehr gläubig. Babsi, jetzt läuft mir gerade die Zeit weg, sehe ich. Wir unterhalten uns schon so lange. Aber ich habe dir klar meine Meinung gesagt. Das ist lieb, recht schön. Ich finde, dass du kein schlechtes Gewissen haben musst und sei dankbar, dass du diesen Mann gefunden hast. Und ich glaube, dein Rolfi wird schmunzelnd oben sitzen und denken, jetzt hat es wieder gut bald. Ja, und hoffen. Liebe Babsi, von Herzen alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir wirklich. Jürgen, ganz liebes Dankeschön. Auf Wiederhören. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ihr Lieben, morgen haben wir eine Themennacht wieder. Morgen ist Dienstag. Und morgen heißt unser Thema, das ist mir peinlich. Ich möchte gerne mit euch über Dinge oder Menschen reden, die euch peinlich sind. Vielleicht ist euch peinlich der ungewaschene Partner oder die eigenen Schweißfüße oder eine entstellende Krankheit, die ihr habt. Oder vielleicht eine Marotte oder eine Angewohnheit oder irgendetwas, was ihr in der Vergangenheit mal gemacht habt, angestellt habt. Das ist mir peinlich, das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet rund um die Uhr, domian@wdr.de, oder meldet euch morgen ab 0 Uhr, wie immer. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet und um 1 geht's dann los. So, jetzt habe ich hier wieder einen Markus. Ich weiß nicht, ob das der Markus von gerade ist. Hallo Markus. Ja, das ist der Markus von gerade. Jürgen. Plötzlich warst du weg. Ja, hallo. Hallo, aber nun bist du da und ich freue mich darüber. Ja, danke, ich mich auch. Um was geht's, Markus? Es geht jetzt um ein politisches Thema, und zwar sehr aktuell. Es sind ja leider vor kurzem in Afghanistan deutsche Soldaten gestorben. Ja. Und jetzt diskutiert halt Deutschland, ob der Einsatz fortgeführt werden soll oder nicht. Ja. Und ich bin halt der Meinung, dass der Einsatz fortgeführt werden sollte. Mhm. Und warum? Warum? Also es ist jetzt kein Feldzug wie im Irak, wo Deutschland Gott sei Dank sich nicht daran beteiligt hat. Aber ich denke, in Afghanistan sollte man versuchen, das Land dauerhaft zu befrieden. Verstehst du, was unsere Soldaten da bewirken sollen? Verstehst du es wirklich? Ich frage jetzt nicht hochnäsig, weil ich es wirklich nicht verstehe. Ja, ich glaube, deinen Standpunkt zu kennen. Ich habe damals, wo der Irak-Verzug begonnen hat, von den Amis aus, habe ich deine Sendung aufgefolgt. Und habe halt auch gesehen, wie du dich da aufgeregt hast, völlig zu Recht. Und finde den Standpunkt, was den Irak-Verzug betrifft, bin ich auf jeden Fall völlig mit dir d'accord. Aber in Afghanistan, wie gesagt, aufgrund der Anschläge vom 11. September fand ich, dass man so ein Regime halt nicht dauerhaft an der Macht lassen sollte. Das wäre genauso, oder es war in der Geschichte ähnlich. Zum Beispiel in den 30er Jahren, wo Hitler an die Macht gekommen ist. Wenn dann die Alliierten vielleicht den Nazis ein bisschen mehr auf die Füße gestanden hätten, wäre vielleicht der Krieg auch veränderbar gewesen. Wenn man von vornherein gesagt hätte, so ein Menschen oder halt so ein Regime muss man bekämpfen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Das Schlimme ist nur, dass wir alle, glaube ich, kapieren nicht, was da richtig los ist in Afghanistan. Und wir alle haben irgendwie so das diffuse Gefühl, dass es sehr schlimm dort ist und dass die dort militärisch eingegriffen haben, überhaupt nicht auch nur annähernd an ihr Ziel kommen. Die damals große und starke Sowjetunion hat es schon nicht geschafft, Afghanistan in die Knie zu kriegen. Das ist richtig, ja. Und jetzt die mehr oder weniger geballte Macht des Westens offensichtlich auch nicht.
Und ich habe einen solchen Abscheu davor, dass da Menschen geopfert werden für eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich verstehe sie nicht. Also ich, wenn da Menschen zu Schaden kommen, ganz klar, ist immer eine schreckliche Sache und die sollte man auch niemals gutheißen. Mhm. Aber wenn wir jetzt da uns auf gut Deutsch verpissen aus dem Land und das einfach so lassen, wie es jetzt aktuell ist, da ist den Menschen in Afghanistan nicht mitgeholfen. Ich glaube, schlimmer als unter dem Taliban-Regime kann es ja gar nicht mehr werden. Mhm. Und die Leute sind froh, oder ich denke mal, dass die meisten Leute froh sind, dass diese Verrückten nicht mehr in der Macht sind. Genauso wie die meisten Leute 45 froh waren, dass der Hitler weg war. Ja, ich glaube, der Vergleich ist, glaube ich, ein bisschen heikel. Das Problem an dieser Afghanistan-Geschichte ist, glaube ich, auch, dass wir sind ja angewiesen, wir regen ja alle irgendwie nur das nach, was wir so präsentiert bekommen in den Medien oder von irgendwelchen Leuten. Und wenn man mal Menschen hört, die sehr lange und sehr intensiv sich in Afghanistan herumgefahren sind, dann erahnt man, wie hochkompliziert das ist und dass die Menschen eben auch nicht so eindeutig gar nicht so begeistert sind, dass da fremde Truppen drin sind. Natürlich, Afghanistan ist ein Riesenland, ganz klar. Mhm. Und da wird mit Sicherheit nicht jeder einer Meinung sein. Mhm. Das ist in keinem Land der Fall. Aber generell denke ich, dass dieser Auslandseinsatz von den ganzen, die es jetzt mittlerweile gibt, dass der sinnvollste ist. Also wir beide sind einer Meinung, aber was meinst du noch, du erinnerst dich, mit welchen wortgewaltigen Reden man den Irak damals begründet hat. Und ja, es hat alles überhaupt nicht geklappt. Und ich habe die Sorge, dass das genauso jetzt in Afghanistan enden wird. Gut, also ich möchte jetzt nicht als Klugscheißer dastehen. Nein, das ist deine Meinung, es ist ja auch völlig legitim. Also, ja. Also vom Irak-Feldzug war meine Meinung ganz klar, dass ich gesagt habe, dieser Krieg ist Schwachsinn. Mhm. Und da wurde monatelang vorher diskutiert, wie jeder Krieg eigentlich schwachsinnig ist, für scheiß Aussage, sorry. Und da wurde monatelang vorher diskutiert, ob der Irak-Feldzug noch abzuwenden ist. Und da habe ich von Anfang an gesagt, der Irak-Feldzug ist nicht abzuwenden, weil der vom Weißen Haus gewollt ist. Mhm. Das war einfach ein Krieg, eine Legitimation nach den Terroranschlägen zu sagen, ja, der Hussein steht damit in Verbindung, der muss jetzt auch weg. Mhm. Aber in Afghanistan war nachweislich halt das Taliban-Regime darin verstrickt. Ich kann ja auch nur jetzt den Medien glauben, was mir tagtäglich in den Nachrichten berichtet wird. Es gibt ja keine wirklichen Erfolge, so was wir mitbekommen. Ich sage es immer mit der großen Vorsicht, was wir so mitbekommen, ist es ja verfahrener denn je, die Situation. Und gefährlicher denn je für die ausländischen Truppen. Und es gibt keinen Fortschritt. Du bist 32 Jahre alt. Warst du bei der Bundeswehr? Nee, das war ich nicht. Und deine Reaktion hat mich das auch schon gefragt. Mhm. Ich war Anfang 20, habe mich damals verdrückt, weil ich einfach zu Hause schlafen konnte. Ich musste halt nicht in der Kaserne schlafen. Das war halt der eigentliche Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich mache Zivildienst. Ich habe 13 Monate noch gemacht. Ja. Und, ist ja interessant, dass ein ehemaliger Zivildienstleistender sagt, ja, da sollen unsere Soldaten hin. Die sollen unsere Freiheit am Hindukusch verteidigen. Diese Aussage ist mir auch immer rätselhaft. Ich glaube, Herr Struck hat die mal geäußert. Ich weiß es nicht. Verstehe mich jetzt nicht falsch. Also ich bin definitiv gegen jegliche Art von Gewalt. Also das widerspricht sich jetzt aber. Ja, also verstehe mich jetzt bitte nicht falsch. Ne? Ich denke, wenn wir da jetzt schon sind, wir sind ja nicht erst seit gestern in Afghanistan und aufgrund dieser Tatsache jetzt dort die Segel streichen und uns da wirklich aus dem Staub machen, dann lassen wir das Land so, wie wir es vorgefunden haben. Das klingt immer so despektierlich für die Angehörigen der Opfer, wenn man sagt, jetzt nur deshalb das Land verlassen. Das hat immer so nur, hört man da immer raus. Okay. Es sind Menschen jetzt umgekommen. Natürlich. Ich möchte jetzt nicht in der Haut der Angehörigen stecken, die ihre Söhne und Freunde und Ehemänner dort unten verloren haben. Ganz klar, also da brauchen wir nicht drüber reden. Würdest du denn, du warst Zivildienstleistender, würdest du denn in einer vielleicht noch extremeren Situation sagen, okay, ich würde mich freiwillig zur Verfügung stellen und auch dort unten hingehen? Das ist eine gute Frage. Wenn du mich jetzt direkt fragst, würde ich sagen, nein. Tja. Das muss man aber dann auch schon bejahen, finde ich, kann man jetzt auch wieder anderer Meinung sein, aber... Ich bin ja jetzt ehrlich zu dir, du hast mich ehrlich gefragt, ich habe dir ehrlich geantwortet und ich denke mal, wenn einer sich entscheidet, Berufssoldat zu werden und in Auslandeinsatz geht, dann muss er auch leider Gottes damit rechnen, verletzt oder gar im schlimmeren Fall getötet zu werden, genau wie ein Polizist oder ein Feuerwehrmann halt... Ja, da gebe ich dir recht, ja. Mhm. Wie gesagt, darüber weiß man vorher Bescheid. Nichtsdestotrotz ist das natürlich wirklich super scheiße, was da jetzt passiert. So, die Angehörigen tun mir auch leid, gar keine Frage.
Das war eine klare Meinungsäußerung von dir und sehr viele Menschen sehen das ja so, wie du es siehst. Ich bin der anderen Auffassung. Eine ganze Menge Leute sehen das auch so, wie ich es sehe, dass das, man dagegen ist. Aber der Vorteil ja der Demokratie, dass man seine Meinung frei äußern darf. Ja, ja. Und wäre vielleicht nicht schlecht, wenn das die Leute in Afghanistan irgendwann auch mal könnten. Das wäre natürlich das Erstrebenswerteste überhaupt. Ja. Und das würden wir natürlich, wollen wir den Leuten wünschen. Wir wollen den Leuten einfach Frieden und Demokratie wünschen. Richtig, das ist das Ziel, ja. Das ist das Ziel, das ja. Ist das Ziel. Und die Bundeswehr ist ja nicht dahin gegangen, um das Land jetzt zu besetzen, um das auszubauen. Nein, natürlich nicht. Also die Bundeswehr leistet extrem gute Arbeit da unten bisher. Wenn man das, auch das wiederum nur, ich habe eine Freundin, die bei der Bundeswehr gearbeitet hat, dort unten, eine Journalistin. Ich habe nur Gutes über die Bundeswehr dort unten gehört. Es gibt wohl kein Militär, welches sich so intensiv auch mit der Mentalität der Afghanen beschäftigt und so vorsichtig und umsichtig sich dort verhält. Also nichts gegen die Bundeswehr dort unten als Truppe. Das ist ganz klar. Lieber Markus, ich danke für deinen Anruf und auch für deine Meinungsäußerung. Alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch, Jürgen. Dankeschön, tschüss. Bruno ist hier. Bruno ist 72. Guten Morgen. Hallo. Ja, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Bruno. Bruno. Um was geht's bei dir? Hier kommen Schmerzen in erster Linie. Mhm. Meine Frau ist an Hals einmal erkrankt. Das fing so vor über 9 bis 10 Jahren an. Mhm. Ich selber hatte Prostatakrebs. Mhm. Das ist schon eine Weile her. Dieser wurde erfolgreich operiert. Ja. Und das sind auch keine nachgemacht. Also der Arzt sagt, das Äpfelchen wurde ausgeschält. Mhm. Man das scherzhafterweise. Mhm. Und ich bekomme also Spritzen, eine Hormonspritze alle 3 Monate. Mhm. Wann ist diese Operation gewesen, Bruno? Das war jetzt 7 Jahre her. Mhm. Ja. Und der Krebs ist auch nicht wieder neu entstanden? Nicht neu entstanden. Ja. Mhm. Sehr schön, sehr gut. Ich bin dazu Dialysepatient. Ich habe beide Nieren verloren. Mhm. Das kam eines Tages, wurde mir sehr schlecht und worauf ich jetzt ansprechen wollte, ist mein Sohn in erster Linie. Ja. Mein Sohn, ich habe nur einen Sohn. Ja, der ist wie alt? Der ist jetzt 32, also der wäre jetzt, das ist eine gute Frage, der wäre 32 Jahre alt geworden, wenn er denn noch leben würde. Ja. Und der hat damals, vor Jahren, tatsächlich seinen Beruf aufgegeben bei Bayer Uerdingen, bei der Bayer AG, mhm. und hat halbtags gearbeitet und ist wirklich jeden Tag, ich muss sagen, wirklich jeden Tag bei mir gewesen, mhm. im Krankenhaus, mhm. um dir zur Seite zu stehen. Und hat mir wirklich Händchen gehalten, ja. um es kurz zu machen, ja. als meine Frau dann diese Wahnvorstellungen bekommen hat. Ja. Alzheimer ist ja wohl eine bekannte Krankheit jetzt mittlerweile. Mittlerweile, ja. Mhm. Wohl. Mhm. Auch hat er wirklich da sich drum gekümmert, dass meine Frau, ich selber, ich bin auch 100% gehbehindert, mhm. ich konnte meine Frau wirklich nicht mehr beim besten Willen selber pflegen und eine geliebte Person, die man geliebt hat, mhm. um muttern und behandeln. Mhm. Er hat sich dafür eingesetzt, dass sie an ein Pflegeheim kommt, wo sie heute noch ist und heute lebt. Ja. Dein Sohn ist verstorben? Mein Sohn ist verstorben. Wann und warum? Und das ist die Ironie des Schicksals, an Lungenkrebs. An Lungenkrebs? In dem Alter? Ja. Ja. Und ich habe jetzt gedacht, mein Sohn würde jetzt mit Ihnen reden, Herr Domian. Das hätte ich mir gewünscht. Ich verstehe, wie du es meinst. Was ich Ihnen sagen wollte und was mein Sohn mir immer gesagt hatte und auch meiner Frau, mit Händchen halten und mit also einer unglaublichen Herzens, mit einem Herzensgemüt, ist ein Satz, der aus 3 Worten besteht.
kämpfen, kämpfen. Mhm. Gib nicht auf. Mhm. Ich hole dich hier raus. Mhm. Und das hat mir eine solche Kraft gegeben damals. Mhm. Und meiner Frau auch. Wann? Mein Sohn ist sogar noch mit meiner Frau in Urlaub gefahren, als ich das nicht mehr konnte. Ja. Wann ist dein Sohn gestorben? Er ist jetzt im Februar, Ende Februar ist er jetzt gestorben. Ach so, in diesem Jahr. Mhm. Ja. Wie ist das? Ich sitze hier ganz allein, ich armer Tropf, ich armer Tor, aber deswegen wollte ich nicht anrufen. Mhm. Ich habe eine unheimliche Kraft, Domian. Das muss ich mal sagen. Mhm. Und Sie dürfen fragen, durch wen? Das wollte ich genau jetzt fragen, ja. Aber übrigens, ich sage immer du, dann kannst du auch du zu mir sagen. Ach so, ja. Ja, gut. Ne, das ist ja so Usus bei uns in der Welt. Ich sage immer, hör du mir. Ich habe es gemerkt gerade. Sag mir, woher diese große Kraft, du hast so viel jetzt durchgemacht. Eine unglaubliche Kraft, es gibt Persönlichkeiten. Mein Sohn war so eine Persönlichkeit. Mhm. Es ist beinahe so, ohne pathetisch zu werden. Als wenn Lebenskraft von Mensch zu Mensch übergehen könnte. Mhm. Ich glaube, dass es sowas gibt. Ich glaube das. In extremen Situationen. Ich glaube an diesen Herrn Jesus Christus. Mhm. Das ist nicht nur eine charismatische Persönlichkeit, sondern das ist ein Talent. Mhm. Ein Genie. Also der Glaube, generell der christliche Glaube und die große Überzeugung, die dein Sohn ausgestrahlt hat, die helfen dir jetzt durch deine so schwere Zeit. Domian, ein Satz. Es klingt albern für jemanden, der 60, 70 oder 80 Jahre alt ist. Ich bin etwas krank. Ich betone etwas. Aber ich fühle mich stark. Mhm. Nein, das klingt überhaupt nicht albern. Ich höre das ich bin sehr beeindruckt, dass du das erzählst und wie du das erzählst. Also, ich wollte schon die Flinte ins Korn werfen. Mhm. Die hat mir einer aus der Hand gerissen, die Flinte. Mhm. Und hat befohlen, du lebst. Mhm. War dein Sohn auch ein so gläubiger Mann wie du? Mein Sohn war... Ja, ich glaube, das kann ich sagen. Er war nicht täglich in der Kirche, aber das war ein Christ, der nicht unbedingt eine Fahne trägt oder einen Banner, aber der Christlichkeit, und ich möchte das mit einem anderen Wort sagen für Atheisten, Menschlichkeit. Darf ich dich noch fragen nach dem Befinden deiner Frau? Sie ist jetzt so lange schon an Alzheimer erkrankt. Wie geht es ihr? Oh, ich habe alle Phasen miterlebt. Ich bin auch zu Besuch. Mhm. Sie hat diese Phase, wo sie lustig war und etwas irre und etwas durcheinander. Ich habe auch diese Phase erlebt, wo ich mit ihr noch spazieren gehen konnte. Mhm. Gehen im wahrsten Sinne. Mhm. Sie kann jetzt nicht gehen, nicht alleine essen. Sie liegt immer im Bett? Sie bewegt die Lippen, sie liegt nicht immer im Bett, da bestehe ich drauf. Ich treffe mich immer mit einem Richter vom Amtsgericht, der zuständig ist für diese Angelegenheiten, der immer überprüfen muss von Amts wegen Personen, die erkrankt sind. Mhm. Hast du den Eindruck, dass sie dich noch erkennt, wenn du bei ihr bist? Ja. Ja, nur noch an den Augen. Ja. Hm. Wie oft besuchst du sie? Also, so oft wie möglich. Was für dich auch beschwerlich ist, aufgrund deiner Erkrankungen, die du gerade geschildert hast. Ja, also ich muss also dann immer ein Taxi bestellen. Hm. Ich habe sehr große Probleme. Ich muss
also Treppen gehen. Mhm. Das dauert sehr lange. Mhm. Also im Höchstfall zweimal die Woche. Naja, aber das ist ja auch schon von älteren Herrn, der auch sehr krank ist, schon auch sehr viel, wenn du deine Frau so oft besuchst. Mhm. Ja, das ist eine Person, die ich sehr geliebt habe. Mhm. Und mein Mann auch. Lieber Bruno. Ich möchte gern rausrufen. Kämpfen, kämpfen. Niemals die Flinte ins Korn werfen. Mhm. Versteht das, Leute, ihr Leute da draußen? Ich finde das toll, dass du das sagst, weil du es wirklich mit einer großen Glaubwürdigkeit sagen kannst, aufgrund deiner Geschichte und Biografie. Und wenn du so das Leben jetzt sehen kannst, finde ich das ganz, ganz beeindruckend und wirklich ganz toll. Ich wünsche dir, dass du